Nun geht es daran, die ganzen Holzbretter auch wie Holzbretter aussehen zu lassen. Das heißt, wir brauchen die für Holz typische Maserung, die Schraffierung oder die in die Länge gezogenen Streifen. Dazu können wir die sogenannte Directional Noise nehmen und wir verändern den Angle random ganz leicht, um ein bisschen mehr Variation reinzubringen. Zusätzlich nehmen wir uns die Grunge Map 2, welche ebenfalls eine ähnliche Maserung aufweist, senken den Kontrast ein wenig und drehen das Ganze um 90 Grad. Nun blenden wir die beiden Shapes zusammen und probieren auch hier wieder im Blending Mode diverse Möglichkeiten aus und schauen, was am besten funktioniert. Erfahrungsgemäß ist an dieser Stelle ein Multiply das Beste, da die beiden Grayscales jeweils mit der meisten Struktur zusammengemischt werden. Was wir nun brauchen, sind zwei Transformation 2D Nodes, wobei wir uns an dieser Stelle zunächst dran bedienen müssen, um welchen Winkel wir tatsächlich die Bretter gedreht haben. In diesem Fall waren es 45 Grad. Das bedeutet, wir nehmen uns diese Node, tragen hier einen Winkel von 45 ein. Wir kopieren uns die Node mit STRG und D und mirrorn das Ganze horizontal. Nun blenden wir die Holzschraffur über unsere eigentlichen Bretter. Nehmen einen der beiden Inputs, stellen diesen auf Multiply. Jetzt sehen wir jedoch, dass diese Schraffur bei allen Brettern in die gleiche Richtung geht. Wir wollen natürlich bei denen, die konträr laufen oder entgegengesetzt laufen, die Schraffur in die andere Richtung funktioniert. Aus diesem Grund nehmen wir uns eine von den beiden Transformation Nodes, in diesem Fall diese hier, weil die Schraffur von oben links nach unten rechts kommt, ähnlich wie bei diesen Brettern. Nehmen uns eine Levels Node und schieben diesen weißen Wert komplett hinüber. Dadurch schieben wir alle Weißwerte Richtung Schwarz so zusammen, dass eine perfekte Maske entsteht. Diese Maske fügen wir nur hier unten in den Opacity Input hinzu und maskieren somit, in welche Richtung und wo tatsächlich die Schraffur angezeigt werden soll. Wir nehmen insgesamt noch ein wenig vom Detail weg und fügen eine weitere Blending Node hinzu. Dieses Mal nehmen wir die entgegengesetzte Richtung der Schraffur, nehmen diesen Input und nehmen einen Invert Grayscale, invertieren diese Maske. Nun wird auf komplett der anderen entgegengesetzten Seite die Schraffur hinzugefügt. Und schon haben wir entgegengesetzt parallel laufende Holzbretter. Auch jetzt sind wir bereits wieder in der Position, an der wir zum ersten Mal schauen können, wie gut funktioniert tatsächlich unser bereits erstellter Shape. Dazu nehmen wir uns zum einen eine Normal Node, setzen diese ein bisschen nach oben, um den Shape deutlich zu machen. Auch wenn diese Maserung gerade sehr stark aussieht, ist es zum ersten Vergleichen, ob es funktioniert, sehr hilfreich. Nehmen uns eine Ambient Occlusion. Hier sehen wir bereits, dass die Abzeichnungen auf der Schraffur oder auf dem Detail ein bisschen zu stark sind. Setzen die Quality wieder hoch, ticken GPU Optimization an und verringern ein wenig die Tiefe. Etwa so. Zusätzlich brauchen wir noch die Height. In diesem Fall diese Map hier. Auch hier können wir wieder überlegen, ob wir einen Blur hinzufügen möchten, da ansonsten Kanten einfach zu scharf sind und dass der Height schaden könnte. Etwa so. Wir wechseln also wieder in die Base Material Node, sagen Normal, Ambient Occlusion, Height.
drücken mit Rechtsklick drauf, View in 3D und fügen nun nacheinander alle Maps hinzu. Und schon sehen wir grundsätzlich, dass es ziemlich gut funktioniert. Auch hier haben wir wieder das Problem, wir sehen, es gibt einen Seam. Das heißt, an irgendeinem Grund in unserem Graphen wurde das Tiling durchbrochen. Da üblicherweise eine Transformation 2D Node dafür verantwortlich ist, schauen wir uns das Ganze mal an, indem wir die Node anwählen, Leertaste drücken und wir bemerken, das Tiling ist kaputt. An den Rändern gibt es keinen klaren Übergang und das zeichnet sich hier ab. Eine einfache Lösung dafür ist, Make a Tile Photo Grayscale, hineinpipen, das Ganze diese Node und diese beiden verwenden. Schon ist der Seam verschwunden. Insgesamt funktioniert das Detail auch ziemlich gut. Man sieht die Maserung von den Brettern recht gut, man erkennt das Detail an sich. Was wir natürlich jetzt noch ausprobieren können, ist zum einen, wie gut funktioniert das Ganze, wenn wir die Height erhöhen. Nun sehen wir, dass einzelne Bretter ein wenig aus der Form herauskommen. Je nachdem, was ihr für einen Boden erstellen wollt, ist das natürlich jetzt mehr passend oder sinnvoller. Dadurch, dass die Maserung so stark ist, erscheint es schon nach einem recht alten Holzboden, wo die Dielen so ein bisschen rausgedrückt werden. Aus diesem Grund funktioniert das ziemlich gut. Diesen Effekt haben wir dadurch kreiert, dass wir eine solche Variation in der Höhe in unserer Height gebaut haben. Wenn wir natürlich jetzt hier hingehen würden und Color Random runterfahren, würde dieser ganze Effekt ein wenig verringert werden. Unter anderem wird er natürlich auch an dieser Stelle bestärkt. Je weiter wir das verringern, desto weniger Unterschiede zeichnen sich ab. Wir bleiben fürs Erste aber dabei, dass die Unterschiede so stark zu sehen sind, weil ich persönlich finde, dass das ziemlich cool aussieht. Ich sehe aber nun schon, dass diese Fugen recht schmal sind, diese recht dick. Also werde ich an dieser Stelle im Sampler noch sagen, erhöhe doch noch etwas den Scale in Y. Und da müssen wir ganz vorsichtig arbeiten, weil relativ schnell Fugen zu stark oder zu schwach werden. So ist ganz in Ordnung. Nun wäre es an der Zeit, weiter an den Details und an der Normal Map zu schrauben. Wir könnten jetzt die Chance nutzen und beispielsweise ein paar Kratzer hinzufügen. Dazu können wir den vorgefertigten Scratches Generator nutzen. Wir stellen die Anzahl der möglichen Scratches hoch. Wir erhöhen sogar ein wenig die Distortion, verringern aber die Randomness und setzen den Fade Mode auf Start und End. Der Scale der Splines sinkt ein wenig. Nun können wir einen Blend nehmen und blenden die Kratzer drüber. Wir wollen natürlich jetzt, dass das Detail nicht nach außen gepusht wird, sondern Kratzer natürlich nach innen gehen und etwas von der Oberfläche wegnehmen. Aus diesem Grund nutzen wir diesmal den Blending Mode Subtract, weil wir die weißen Kratzer von dem eigentlichen Shape abziehen. Das heißt, überall wo die Kratzer sind, würde jetzt schwarz entstehen. Schwarz bedeutet immer niedrig. Weiß bedeutet hoch. Das heißt, je dunkler ein Bereich ist, desto mehr wird er als niedrig von der Normal Map oder von der Height Map interpretiert. Wir setzen den Effekt jetzt ein wenig runter, weil wir so tiefe Kratzer nicht möchten und verbinden die Node neu. Schon sehen wir, wir haben Kratzer im Holz. Über das gleiche Prinzip können wir jetzt noch etwas für Abnutzung im Holz selbst sorgen. Dafür nehmen wir uns einen Slope Blur Grayscale und eine Cloud 2 Node. Fügen diese hinzu. Und zu Beginn werden immer die Samples hochgestellt, um mehr Detail zu gewähren. Und diesmal nutzen wir als Mode Min.
Und wir verringern die Intensität ein wenig. Und schon seht ihr, dass von den Kanten ausgehend nach innen etwas vom Holz abgetragen wird. Wir probieren das Ganze aus. Ich persönlich empfinde diesen Effekt aber gerade ein wenig als zu stark. Deshalb verringere ich ein wenig den Slow Blur und das Ganze wirkt organischer.